dieser Sicherheitsnotiz abgesehen, habe ich die Freude, Robert Sanftleben vorzustellen, der in ökologischer Wiederherstellung sehr interessiert ist, seit mehreren Jahren. Und er ist heute hier, um über seine Arbeit und seine Arbeit vorzustellen. Ja. Einen großen Applaus und sagt schön willkommen. Danke. Hello. Ich bin ein bisschen nervös. Das ist mein erstes Mal, dass ich eine Speech über diesen Bereich mache, vor so vielen Leuten und Stühlen in so einem großen Raum. Seht es mir nach. Komm, seid einfach ruhig. Wenn ich irgendwie nervös aussehe oder so, das ist schon in Ordnung. Erstmal erzähle ich ein bisschen was über mich selber, wer ich so bin. Und vielleicht, wie ich hier gelandet bin heute. Also, ich bin auf einer kleinen Insel in Dänemark geboren. Von einem dänischen Vater und, nee, deutschen Vater, dänischer Mutter, sorry. Ich würde auch Deutsch reden, aber da sind ein paar Leute aus Jordanien und die würden sich sicher freuen, wenn sie verstehen, was hier geredet wird. Hallo Leute aus Jordanien. So, ich bin ein Typ, der sich einen Haufen Sachen angeguckt hat, seit ich sehr jung bin. Und ich denke, da bin ich auch nicht alleine mit in diesem Raum, wenn es darum geht, Sachen in Frage zu stellen und anzugucken, wie Gesellschaft und Systeme generell funktionieren. Also vor ein paar Jahren, als ich die Hochschule fertig hatte, beschloss ich, eine Radtour zu machen aus Dänemark bis nach Indien, die ein paar Sachen bewerben sollte, also die mich ein bisschen besser machen sollte, ein bisschen mobiler, ein bisschen kulturell empfindlicher. Und da sieht man dann viele verschiedene Dinge, viele Umgebungen, Kulturen und so weiter und so fort. Und als ich dann zurückkam, kam ich dann zum Institut für X. Das ist ein Ort, wo ich nicht hingehen werde vom Terraform. Ist aber wichtig, um zu wissen, wie ich da gelandet bin, wo ich jetzt bin. Das ist das Institut für X. Du kannst es einen Hackerspace nennen oder eine Kulturplattform, Musik, Business, Umwelt, Kultur und so weiter und so weiter. Ich habe hier einen Haufen über Mobilität gelernt, über Zusammenarbeit, wie man viele Ideen zusammenbringt und wie man das alles in Gang bringt. Gleichzeitig, während ich hier bin, kam ich zu einer Schule, die Chaos-Piloten heißt, wo es darum geht, kreative Businesspläne zu entwickeln, Prozessdesign, Prozessführung. Also das ist mein professioneller Hintergrund, mit dem ich die Arbeit und die Probleme, die es so gibt bei meiner Arbeit, die ich jetzt vorstellen werde. Also, ich kam zum Thema des Terraforms und ökologischer Wiederherstellung und was damit zusammenhängt. Der Feedback-Loop der Aktion, was passiert, wenn wir etwas tun. Ich kam zu einer Konferenz in Schweden und kam da eigentlich mit dem Fokus und Interesse, weil ich gegen Monsanto eine Demonstration geführt habe und habe ein paar Sachen vorgestellt, wo diese und ähnliche Sachen vorgestellt wurden.
Und da traf ich einen Mann namens John Dennis Leo, der Terraforming studiert und vor 30 Jahren. Und er kommt aus einem Hintergrund als Journalist, Wissenschaftler, Umweltschützer. Er hat auch einen Master in Musik und Kunst. Er hat eine weite kulturelle Erziehung, könnte man sagen, die ihm eine sehr weite Perspektive auf die Welt verleiht. Und mit dem habe ich über ökologische Wiederherstellung und Terraformen geredet, politische Probleme, soziale Umweltprobleme, Landnutzung, Eigentumsrechte und wie wir Agrokultur und wie wir Dinge aus dem Boden und in den Boden bringen. Und ich möchte euch vorstellen, worum es diesen Typen und dem Thema geht, bei Terraform, ökologischer Wiederherstellung. Und ich möchte dir nur euch nur drei Minuten von einem von Johns vielen Filmen zeigen. Ich glaube, wir haben ein Tonproblem. Ja, es gibt nur einen Input. Das tut mir sehr leid. Aber ich denke, damit kommen wir zurecht. Nee, doch nicht? Was passiert, wenn ich einfach das mache? Ich werde einfach drüber reden. Also, hier siehst du John Dennis Leo, der 1995, da war er im Lustplateau und dieser Bereich ist ein bisschen kleiner als Holland, ein bisschen größer als Belgien, ein bisschen kleiner als Holland. Und das ist der modernste Weg des Terraforms und Verbesserung von Umweltfunktionen, die wir in diesem Jahrhundert gemacht haben. Die Amerikaner in der Großen Depression haben eigentlich tatsächlich etwas Ähnliches gemacht, das könnt ihr euch nachlesen in den 30ern. Aber das ist jetzt ungefähr jetzt. Merkwürdige technische Probleme. Hier erzählt er gerade darüber, wie wir Essen, Wasser, Lebensqualität verbessern können, Ökonomie, Ökologie und natürlich auch Gesundheit, wenn wir die Qualität des Mutterbodens verbessern. Was wir hier sehen, ist ein komplett degraded Mikrosystem, wo der ganze Mutterboden von Erosion durchsetzt ist. Und ich wünschte mir, dass John euch das hätte vorstellen können, weil er das schon besser kann und mehr Wissen hat in diesem Bereich. Also, was ihr auf diesen Bildern seht, das ist die Veränderung, die geschehen ist nach 8 Jahren, die Rehabilitation des Mutterbodens. Und in ein paar Minuten werde ich euch ein paar Techniken vorstellen, ein paar Illustrationen geben. Aber bis dann.
mehr Soundprobleme. Also, die Illustrationen zeigen uns viel. Also das radikale Problem, das wir angehen müssen, wenn wir ein erodiertes Stück Land angehen, ist, dass die ganze untere Seite der Pyramide, wie etwa Würmer oder so etwas, dafür sorgen, dass Nährstoffe vorhanden sind. Was in diesem Plateau geschehen ist, ist, dass da die Zivilisation, die da seit mehreren tausend Jahren lebt, die Ressourcen, die da waren, einfach extrem überbenutzt haben, die Bäume gefällt haben, zu viele Tiere nach draußen gebracht haben. Und am Ende gab es einfach keine Vegetation oder Grünzeug, überhaupt organisches Leben mehr in dem Mutterboden. Fluten, Schlammschlachten, Hunger, aber damit kam dann auch Hoffnung zur Besserung. Hallo, mein Name ist John DeLeo. Ich habe die Veränderung auf dem Plateau seit 15 Jahren beobachtet. Ich kam hier zuerst 1995 hin, um ein wirklich großes Projekt anzusehen, wo lokale Leute auf einem riesigen Maßstab ein Projekt angefangen haben, um ein ödes Land in ein ziemlich grünes und fruchtbares zu verwandeln. Das Projekt hat sicherlich mein Leben verändert und hat mich dazu bewegt, ein Mutterbodenwissenschaftler zu werden. Ich habe sehr viel gelernt und gelernt, dass sehr viele der menschlichen Tragödien, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben, nicht unvermeidlich sind. Und auch hier auf dem Lustplateau habe ich bezeugt, dass Menschen sich auch aus der Armut selber hervorheben können, ihre Umgebung stark verbessern können und damit die Gefahr der Klimaerwärmung eingrenzen können. Eine Sache, die ich früh gemerkt habe, ist die Verbindung zwischen Schaden und Armut. In vielen Gegenden gab es einen Teufelskreis, der die Nutzung des Landes hat zu schlechter Landwirtschaft geführt, was später zu Verschlechterung der Böden geführt hat. Kann dieser Prozess umgekehrt werden, ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Als ich den Herrn zum ersten Mal gefilmt habe, hatte ich keine Ahnung, dass diese Initiative solche dramatischen Ergebnisse erzeugen könnte. Die Mühe, die Menschen hier gemacht haben, hat in einem deutlichen Zuwachs der Landwirtschaftsproduktivität geführt. Die höhere Ausbeute ist direkt mit der Rückkehr der natürlichen Vegetation verbunden. Gut. Es hat also funktioniert.
Wie passiert es, dass wir von dem Grünen zu dem Wüstenstatus kommen? Da habe ich kurz vorher schon drüber geredet. Der größte Punkt ist Chop and Drop und Überweidung. Die Nutzung von Chemikalien, das ist das Tüpfelchen auf dem I, wenn wir Kunstdünger und Pestizide und Herbizide nutzen. Da sozusagen zerstören wir den Boden vollständig und dadurch die Basis der natürlichen Systeme. Das Problem ist also bekannt. Und wenn wir einen kurzen Blick auf eines der letzten Fotos der NASA unseres Planeten werfen, sehen wir leicht, dass ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Erdoberfläche zur Wüste geworden ist. Wenn ihr jetzt auf die Flächen schaut, die am stärksten Wüsten sind, und überlegt, wo die größten Konflikte gerade stattfinden, wo wir die riesige Mengen an Migration und Bürgerkrieg und Hungersnöte sehen, dann ist das in den Gegenden, in denen die ökologischen Systeme extrem schlecht sind. Und viele Zwischenfälle, viele Ereignisse haben die Verknüpfung zwischen ökologischer Verschlechterung und ökonomischer und sozialen Problemen in diesen Gegenden gezeigt. Was machen wir dann? Was machen wir damit? Das ist ein Foto einer Gegend namens Al-Mu'akka in Jordanien, ungefähr 40 Minuten von der Hauptstadt Amman entfernt, wo wir das erste Projekt starten werden. Und wie ihr seht, ist der Zustand schlecht. Es gibt nicht mehr viel Grünflächen. Eines der größten Probleme, wenn wir diesen Zustand des Bodens erreicht haben, dass das Wasser nicht mehr in den Boden hineindringt. Und wenn das passiert, ist es sehr schwierig, dass man überhaupt irgendwas noch zum Wachsen bringt. Das ist relativ offensichtlich und das ist relativ einfach Biologie. Und die Lösung ist genauso einfach. Wir folgen einiger der Mythologie und einiger der Arbeit, die durch Permakultur eingeführt wurde. Eine der Techniken, die wir anwenden, ist, dass wir einfach das tun, was man Swales in den Boden nennt, in den Boden tun, damit Wasser in den Boden kommt. Weil das Wasser nicht in den Boden kommt, müssen wir es in den Boden zwingen. Und diese einfache Technik ist, ein Excavator benutzen oder 100.000 Menschen in die Arbeit einbinden, damit wir die Gegend wieder rehabilitieren können und dadurch ihr Leben verbessern können. Aber wenn ihr die ersten Löcher in den Boden gegraben habt, dann müsst ihr sie zudecken, um sie vor der Sonne zu schützen, damit neue organische Materialien eindringen können. Denn diese sind der direkte Nährstoff des Lebens im Boden. Und wenn dieses Leben nicht bekommt, was es braucht, dann wird es nicht die Funktionalität des Bodens unterstützen. Die Arbeit fängt also unter der Erde an. Es ist der Untergrund, der den Obergrund am Leben erhält. Und wenn wir dieses Leben nicht schützen und nähren können, dann wird es uns nicht erlauben, eine Bodenstruktur zu erzeugen, die genug Feuchtigkeit hat und einen bestimmten pH-Wert hat und genug Leben für die Wurzelsysteme und die Pflanzen hat, damit es sich selber und das mikrobielle Leben unterstützen kann. Denn sie sind verknüpft. Sie haben eine gegenseitig verknüpfte ein verknüpftes Leben und sie können ohne einander nicht überleben. Das ist die erste Aufgabe, das makrobielle Leben wieder zum Leben zu bringen. Denn die untere Schicht unterstützt die obere.
Und das ist, das tun wir, indem wir durch mit Erdwürmern und indem wir den Regen auffangen. Aber dann muss es mit organischen Materialien verdeckt werden. Das können Blätter oder Bäume sein oder menschlichen Exkrementen verdeckt werden. Dann brauchen wir keine Pestizide oder irgendwelche Gifte, die später wieder von Menschen konsumiert werden. Und natürlich Dünger, man kann Zeitungen, was auch immer benutzen. Eine der großen Aufgaben, die wir in Jordanien haben, es ist schon sehr, sehr trocken und es ist in einer Gegend, die Biomasse oder Nekromasse enthält, was im Grunde tote organische Materialien sind. Das müssen wir über den Boden streuen, um das Leben wieder zu einem speziellen Status zu bringen. Und um das hinzukriegen, das hat das John erfunden, ist, dass du die Funktion eines Ökosystems ansiehst. Und ursprünglich haben Hilfeorganisationen sich darauf konzentriert, wenn sie diese Projekte gemacht haben, einfach Essen zu produzieren. Also guckst du nach, was brauchen die Menschen, was sagen ihre Traditionen, und dann entscheidest du dich auch zu einer gewissen Menge von Essen. Aber unser Zugang ist die Funktionalität, wo es nicht erstmal darum geht, Essen zu produzieren, sondern erstmal die Funktion des Ökosystems wiederherzustellen. Bäume stellen keine Nahrung für uns Menschen her, aber sie haben eine Funktion im Ökosystem und erzeugen enorme Mengen von Nährstoffen für das Leben unter dem Boden. Wir reden also über große, komplexe, geplante Systeme, die wir da eingeführt haben. Und das könnt ihr in Permakultur lesen. Das ist ein sehr gutes Buch, das ich euch nur empfehlen kann. Es heißt The Designer's Manual und es ist von Bill Mollison. One or two L, who knows? Er hat sich über viele Jahre beobachtet, wie verschiedene Klimata funktionieren und wie ihre Funktionalitäten funktionieren. Und da gibt es eine Menge Wissen, die man daraus ziehen kann. So. Nachdem der basische Erdarbeit getan ist, gibt es hier eine neue Illustration. Also. Rhizo ist eine Fundierung, die das gerade aufgesetzt wird, um ein kleines Update zu geben, wie diese Arbeit funktioniert und wie sie jetzt gerade im Moment aussieht. Im Moment bauen wir einen Grundboden in Holland namens Rhizo Foundation. Das kommt aus dem Griechischen und heißt Wurzel schlagen. Und Rhizo ist, kennt man von Rhizobium, das ist ein klitzekleine Wurzelstrukturen sind, die aus den Wurzeln kommen und wie Unterstützungskanäle, die den Mutterboden mit Luft und Wasser versorgen, sodass es da durchkommt. Was wir also machen wollen, ist, dass wir das Rhizo Camp in verschiedene Bereiche herausbewegen, zum Beispiel nach Jordanien, wie man auf dem Bild eben sehen konnte. Und wir bauen eine mobile Einheit auf, bestehend aus nomadischen Häusern, die wie die traditionellen Beduinenhäusern in Jordanien aussehen. Und wir kommunizieren mit Designern, wie wir das machen sollen, wie irgendwelche Lagercontainer kommen, wie das Terraforming oder die ökologische Restauration vor sich gehen soll. Bildungsanstalten, wo beigebracht wird, wie man die Umwelt verbessern kann und wie man hinterher, wenn das Ökosystem wiederhergestellt ist, gute Ernten daraus ziehen kann.
und wie man es schafft, diese Ökosysteme dann beizubehalten und wie viel man davon nutzen kann, um das Ökosystem nicht wieder in Erosion zu bringen. Und da muss man darauf achten, dass immer die Biodiversität steigt. Also ich meine, dass die meisten von euch wissen, was Biodiversity ist. Das heißt einfach die Menge der unterschiedlichen Lebensformen, Flora und Fauna, die in einem ökologischen System existieren. Und es ist einfach wichtig, dass der Rahmen dafür fertig ist und wie das System hinterher, wenn es wiederhergestellt ist, benutzt wird und dass es in einer Art und Weise benutzt wird, dass das Ökosystem nicht wieder der Erosion anfällt. Und ein großer Teil unserer Arbeit ist, einfach aufzupassen, dass die Gemeinschaften, mit denen wir arbeiten und wir natürlich irgendwie Guidelines haben. Und das sind alles sehr neue Dinge und nicht Sachen. Wir sind gerade noch am Anfang. Wir fangen gerade erst an mit unserer Arbeit und es ist immer noch ein Prozess der Entscheidung, wo gehen wir hin? Gehen wir dahin? Nehmen wir beide Wege oder treffen uns irgendwo? Und das macht es immer noch sehr interessant für mich, wie der Menschen. Nach Nummer 1, das ist das Kollektive, die zu erfahren, was gebraucht wird. Dann wird das Camp und das Setup gemacht, wo verschiedene Einrichtungen gemacht werden für Innovationen, eine Holzwerkstatt, eine Elektrowerkstatt, Metallwerkstatt, Musik fürs Tanzen und für die Haltung der Kultur und dass die Menschen wieder arbeiten können und bauen und erneuern. Und wir wollen auch einen großen Treffpunkt schaffen, wo viele Menschen sich treffen können und miteinander arbeiten können und eine Gemeinschaft mit der Gemeinschaft erschaffen. In der Gemeinschaft. Wir wollen uns nicht von den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, auseinandernehmen und wir wollen auch nicht in der Hauptstadt bleiben. Nein, wir wollen genau da sein und Seite an Seite und Zeit und Raum teilen und nicht diese Unterteilung haben, die man vielleicht sieht, wenn die Vereinten Nationen irgendwo Entwicklungsarbeit machen und dann eine Burg 10 bis 50 Kilometer weit bauen. Und das ist ursprünglich ziemlich oft passiert. So, und der nächste Schritt ist, die Wasserernte zu betreiben. Und da geht es einfach darum, sehr viel Regenwasser aufzufangen, um die Pflanzen zu wässern. Und wir müssen aber auch die Äquifere, die Grundwasserspeicher auffüllen. Und auf dem Bild mit dem weißen Gebäude eben, da mussten sie 200 bis 300 Meter tief bohren, um überhaupt noch frisches Wasser zu finden. Und es regnet immer noch zwischen 100 und 150 Millimeter. Also wenn du das kalkulierst mit 15 Hektar, unsere Pilotseite ist zu groß. Und das mit der Anzahl des Regens berechnest, 100 bis 150 Milliliter, dann hast du ein paar Millimeter Wasser. Und wenn du davon nur ein paar Prozent in Unterwasserquellen oder Regenwassersammlern unter der Erde aufsammeln kannst, dann sieht das ganz gut aus. Wir müssen halt so die Äquifere wieder auffüllen. Und dann haben wir das mobile Trainings- und Innovationszentrum geschaffen für die ökologische Wiederherstellung. Und in einem bestimmten Schritt, also die zwei großen Punkte des RISO-Camps sind ökologische Restauration vom Tag 1 und auf der anderen Seite ein permanentes Zentrum zu schaffen, das dort bleiben wird. Und von diesem Beginn
wollen wir die lokale Gemeinschaft und verschiedene Menschen, die da vielleicht Interesse dran haben, vielleicht global und national, dass dieses permanente Zentrum weiterhin laufen zu lassen, sodass sie dort ein globales Netzwerk schaffen können, in diesen Zentren und Camps, wo Innovation und Arbeit dann stattfinden. Es tut mir leid, dass ich nicht so richtig vorbereitet bin für heute, weil mein Computer gecrashed ist vor ein paar Stunden und ich erst gestern einen neuen Computer kriegen konnte. Und ich ziehe selber nach Jordanien um, also ist das alles ein bisschen durcheinander und ich hoffe, dass es irgendwie Sinn ergibt, bis zu einem gewissen Grad. Also hier sind die Leute, die wir da irgendwie drin reinbringen müssen. Wir müssen Bildung, Forschung reinbringen, Zusammenarbeit mit Universitäten in Holland und in Jordanien. Und das soll dann Studierende da reinbringen, die dann ein oder zwei oder drei Semester da in der ökologischen Wiederherstellung arbeiten und gleichzeitig an Masterthesen oder PhDs arbeiten. Und das ist ein sehr großes Interesse. Wir haben sehr viele Menschen, die uns jeden Tag von rund um die Welt kontaktieren und fragen, wie sie da mitmachen können. Und das wird wohl eins der Schlüsselelemente in dieser Arbeit. Nicht nur sicher gehen, dass da Hände sind, die arbeiten, also auch, weil das der Bereich noch so neu ist und wir immer noch nicht alles wissen, wenn wir diese Art von Nährstoffen da anbringen, was passiert mit der Mutter Erde, was passiert mit dem gesamten Ökosystem, wenn du diesen Baum pflanzt. Wir müssen also einen Haufen Organisationen, Firmen involvieren. Wir müssen Kultur damit reinbringen, Kunst und die kreative Szene. Wir brauchen Freiwillige, wir brauchen die Regierung und die Politik. Und wir müssen viel testen, viel machen. Wir müssen da hart dran arbeiten, denn die meisten Orte, wo es dieses desertifiziertes Land gibt, ist es sehr warm und sehr trocken. Also wirst du braun und hot und heiß und warm und schwitzig, aber du fühlst dich dann großartig. Hier ist noch ein Bild von dem Land, wo wir die erste Arbeit anfangen wollen. Hier ist noch ein Bild. Mit einem Bild von mir und einer der Familien der Beduinen, die dort leben, die jetzt ihre 600 Tiere dort grasen lassen. Und man könnte sagen, dass diese Tiere das Terraforming betreiben, vielleicht ohne es zu wissen, was die Konsequenzen davon jetzt eigentlich sind. Und wir waren ein paar Male da und haben über das Projekt geredet und die Leute sind sehr freudig dabei, da mitzumachen und wir wollen gerne wissen, was da jetzt passieren wird. Ich werde jetzt ein bisschen Freistil betreiben. Ich möchte euch dieses Gedicht vorlesen, das von Arthur Gramstedt in Schweden verfasst wurde. Also jede Minute unseres Lebens, jeden Atem, den wir nehmen, ist durch das Essen, das wir essen, fertig gemacht. Brot, Gemüse, Miet und Fleisch und Milch kommen alle ursprünglich von Dingen, die im Boden gewachsen sind. Heute sind wir 7 Milliarden Menschen, die diesen Planeten teilen. In 30 Jahren werden wir noch 2 bis 3 Milliarden Jahre mehr sein. Wir haben 2 Herausforderungen. Einerseits diese Bevölkerung ernähren und andererseits mit endlichen Ressourcen, die
Vernichtung, alle anderen Ressourcen zu vernichten. Also Mutter Erde und die Pflanzenleben, das versorgt. Die Sonne regeneriert das Ökosystem und schafft die erneuerbaren Ressourcen, die unsere Existenz fördern. Landwirtschaft und Försterei heißen Produktion, aber es ist halt auch Schützung der Basis unserer Existenz, fruchtbare Erde. Wie wir Landwirtschaft und Försterei betreiben, sind die wichtigen Sachen, wie wir die Zukunft dieses Planeten bestimmen. Sie sind also wichtig für Leben und Tod. Es gibt von zwei Dingen zu viel auf dieser Welt momentan. Vielleicht mehrere, aber an dieser Stelle zwei. Eine ist die desertifiziertes Land, das einfach nur passiv irgendwo rumliegt, ohne genutzt zu werden. Und um einen anderen Punkt zu illustrieren, wenn es um Klimawandel geht, wenn ihr ein desertifiziertes Land habt, dann ist die Energie der Sonne wird nicht nützlich verwendet. Denn anstelle der Photosynthese bleiben die Sonnenstrahlen auf der Erde als Hitze und wir steigern die Temperatur der Erde. Wenn ihr Bäume oder andere Art von Bewuchs habt, dann wird die Hitze in Wachstumsenergie verwandelt. Und dann geht es uns deutlich besser. Das leere Land ist also eine Sache. Die andere Sache ist die riesige Anzahl an Menschen, die in schlechten, schrecklichen Situationen leben. In Hunger und politischem Exil und Flüchtlinge und so weiter. Das ist scheiße. Jetzt in Jordanien gibt es 2,5 Millionen syrische Flüchtlinge. Sie leben in Zeltcamps, wo sie andere Leute umbringen und sie dürfen sie nicht verlassen. Und nun, es ist furchtbar. Es ist abgefuckt. Die Situation ist Wahnsinn und es schockiert mich nach und nach immer mehr, wie die Menschlichkeit und wir als Spezies, die im Grunde alles auf dieser Erde teilt, Freude und Organe und Gefühle teilen. Forschung hat gezeigt, dass wir im Grunde alle die gleichen Träume haben, egal wo wir herkommen. Und es ist furchtbar, dass wir es noch nicht geschafft haben, das zu kombinieren. Und das sind einige der Unternehmungen, die wir anstellen, um dem entgegenzuwirken. Wir versuchen also in Jordanien wieder ein 1000 Hektar großes Stück Land zu rehabilitieren. Und anstelle von Geldtransaktionen haben wir Landtransaktionen, wo wir neue Gemeinschaften wachsen und etablieren lassen können. Für Leute, die kein Eigentum haben, die alles verloren haben in Kriegen, Bürgerkriegen. Und wir könnten vielleicht ihnen Land zur Verfügung stellen und Arbeit geben und ihnen tatsächlich Werte zu geben. Und es gab einige Projekte in Kolumbien. Los Gaviotos, hat vielleicht jemand von euch gehört. Wo nach 20 Jahren der Wert des Landes um verdreißigfacht wurde. Es ist sehr interessant, ob wir mit Flüchtlingen uns verbinden können. Wenn wir mit einigen diesen Menschen Gemeinschaften schaffen können, wo sie neue Leben beginnen können. Denn wer weiß, wie lange sie bleiben werden in den Ländern, in die sie gehen. Ich habe noch 20 Minuten Zeit und ich möchte einige Zeit für Fragen lassen.
Aber vorher möchte ich euch einen kurzen anderen Film zeigen von einem fröhlichen Menschen aus Indien, der etwas hat wachsen lassen, und zwar um 500 bis 800 Hektar Land selbst aufgeforstet hat mit Hilfe von Familien und Einwohnern. Und er hat einige Worte dazu zu sagen über sein Leben und wie er sich fühlt. Meine Kindheitsfreunde und ich gingen zur selben Schule und saßen auf denselben Bänken. Fünf von ihnen wurden Ingenieure. Und einer ist ein Superintendent der Einkommensteuer. Es hat für mich 30 Jahre gedauert, bis ich Anerkennung bekam. Dieser Wald ist das einzige, was ich im Leben erreicht habe. Meine Freunde haben ihre eigenen Häuser gebaut und leben in den eleganten Wohnungen. Aber ich habe immer im Dschungel gelebt. Heute bin ich der fröhlichste Mensch der Welt. Ich glaube, ich werde jetzt Fragen zulassen und vielleicht einen Dialog beginnen. Und vielleicht waren einige der Sachen, die ich gesagt habe, nicht so klar. Und ihr habt Nachfragen. Wenn ihr Fragen habt, stellt euch bitte an die Mikrofone. Und für alle Neuen im Stream, denkt bitte daran, dass Übersetzungen verfügbar sind. Ihr hört sie gerade. Gibt es Fragen? Weißt du, dass viele Menschen darüber nachdenken, über Permakultur nachdenken, und das ist sehr ähnlich wie das, was ihr macht? Ja, ich kenne Permakultur. Was ihr tut, sieht aus wie Permakultur. Extreme Permakultur. Ist das richtig? Was ihr tut, sieht aus wie extreme Permakultur. Stimmt das? Ja, eine Menge der Erdarbeit, der Pflanzenarbeit ist im Grunde Permakultur. Da hast du recht. Wir wollen sie erweitern und die Kultur hereinbringen, damit die Gemeinschaften nun. Was wir wirklich versuchen, ist die Restaurierungsarbeit zu mischen mit spiritueller Arbeit und kultureller Arbeit. Viele Menschen, die in Ländern leben, die größtenteils Wüsten sind und wo das Leben sehr feindlich ist. Wir wollen Lächeln auf ihre Gesichter bringen und eine Plattform schaffen, die alle grundlegenden Bedürfnisse des Lebens und Werkzeuge und Maschinen bereitstellt. Ich habe noch eine Frage. Habt ihr eine Website, auf der ihr eure Techniken und solche Arbeiten teilt? Ja. Wir haben eine. Es gibt diesen Blog, wo der Prozess der Arbeit beschrieben wird. Und es gibt verschiedene Projektbeschreibungen, Projektpläne und einige der Techniken, die wir anwenden. Und wenn ihr die Techniken sehen wollt, dann
schaut am besten in The Designer's Manual, besonders Trockenlandagrikultur. Denn gerade besonders daher holen wir unser Wissen. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, in der die Diskussion stattfindet. Vielen Dank. Im Moment bauen wir eine offizielle Homepage auf und wir gründen die Stiftung und die Fundraising-Strategie. Link am Mikrofon. Hallo. Das hört sich sehr teuer an. Und es gibt viel trockenes Land. Wie glaubt ihr, wird diese Idee skalieren? Es wird teuer und dann hast du noch was gesagt, was ich nicht gehört habe? Es gibt viel trockenes Land, das terraformt werden könnte. Das wäre großartig, aber wie viel glaubt ihr, könnt ihr schaffen? Ich glaube, wir können die ganze Welt wieder grün machen, wenn wir genug Leute bringen und wenn wir es so einfach machen, dass wir es überall schnell replizieren können. Das Setup, das wir uns jetzt gerade anschauen, es sieht so aus, dass es ungefähr 150.000 bis 170.000 Euro kostet. Und das schließt einen Ort ein, in dem wir bis 50 bis 100 Leute beherbergen können und Elektrizität, Wasser, eine Metall- und Holzwerkstatt, weil wir reden nicht über die Notwendigkeit von Hightech-Lösungen. Wir wollen es so Low-Tech haben, wie es gehen kann, ohne dass es zu langsam ist. Vielen Dank. Einige dieser Fragen sind noch ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir das Pilotprojekt noch nicht gestartet haben. Wir sind immer noch in einer Design- und Nachdenkphase. Wir haben das Land und wir haben einen Fundraiser. Das ist ein großartiges Erlebnis. John DeLieu ist als Projektdesigner und Initiator an Bord. Und die Sache ist im Rollen. Aber es gibt immer noch viel, worüber wir nachdenken müssen. Und in meinem Kopf ist auch noch alles durcheinander, weil es das erste Mal ist, wo ich eine große Aufgabe wie diese annehme und nachdem ich meine Bildung abgeschlossen habe und umziehe und zum ersten Mal einen Vortrag halte. Und das geht vielen ähnlich, die in diesem Projekt sind. Das sind Studenten, die sich freuen, mit uns zu arbeiten und wissen, dass es einen besseren, klügeren Weg gibt, diese Probleme anzugehen. Wir haben einen großen Traum in Rhizo und das ist Ashtar wieder den Ring des Ashtar zurückzubringen. Es ist ein riesiger Stamm um die Erde herum, wo ihr nie wieder einen Supermarkt besuchen müsst, weil in dem Tiere herumlaufen und frei und Hoffnung und glücklich sind und ihr findet überall frisches Essen und frisches Wasser und Schatten. Und wenn wir diesen Ring um diese Welt geschafft haben, dann können wir viele Runden machen und am Ende ist es alles gekapselt und wir können tatsächlich das erschaffen, was als Paradies in der Bibel beschrieben wird. Es ist nicht weit weg. Die Bilder, die ihr gesehen habt, waren der Unterschied von 8 Jahren. Stellt euch vor, wie es nach 10 Jahren geht. Die meisten von uns werden diesen Wandel erinnern. Es ist nichts für unsere Enkel, es ist für heute. Also du hast zwei Beispiele gezeigt aus zwei Ländern, China und Jordanien. Wie geht ihr das an? Wie sprecht ihr andere Regierungen an, die vielleicht nicht unbedingt nach diesen Ideen agieren wollen?
Also, wir haben jetzt noch nicht die Regierung von Jordanien eingegangen und es geht noch ganz gut. Also die 15 Hektar, die wir jetzt haben, kommen von Prinzessin Basma bin Ali, die mit dem königlichen Garten dort zu tun hat. Das nennt man aber keine Regierung. Aber Royal Highness klingt wie Regierung für mich. Ja, irgendwie stimmt's, aber irgendwie auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob die ganze Regierung so froh ist über die ganze Arbeit, die sie macht. Aber ich denke, dass da viele Menschen sind, die sehr gute und unschuldige Ansichten haben über diese Arbeit und sich da abtrennen werden. Hi, du hast uns ein paar Bilder von Leuten aus Jordanien gezeigt und ich würde gerne wissen, wie ihr eigentlich in Kontakt mit denen getreten seid und in Erfahrung gebracht habt, was die wollen. Also wir sind dahin gegangen und ich brauchte jemanden zum Übersetzen und ein freundlicher Freund von mir kam mit mir und die ersten paar Male haben wir wirklich nicht über viel geredet, einfach nur zusammen gehen und Kaffee trinken und übers Leben reden und Dänemark und irgendwann redest du dann halt über die Umgebung, in der du bist und irgendwann hörst du halt deren Lebensgeschichte und was los ist und was sie brauchen und mein Zugang ist ein sehr langsamer und konsistenter Kontakt zu den Menschen. Und wir müssen halt die Bereitschaft dort fühlen, bevor wir irgendwas tun können. Und es ist der sensibelste Punkt, den du da berührst. Es ist nämlich sehr schwierig, dieses Vertrauen zu schaffen und ohne Vertrauen gibt es überhaupt keinen Grund, irgendetwas zu schaffen. Und wenn ich jetzt im September da zurückgehe, dann bin ich da wieder wöchentlich und wir werden dieses Reiso-Camp da aufbauen wie einen offenen Hackerspace. Ich denke, das ist ein guter Term dafür, wo dann alle mitmachen dürfen. Und die lokale Gemeinschaft wird halt alles zugänglich haben, dass wir auch zugänglich haben. Sie könnten auch in unseren Betten schlafen, wenn wir wollten. Und alle Werkzeuge, Maschinen, Wasser, Computer und so weiter ist Open Source, Open Access für alle, die da sind, die mitmachen wollen. Und wir wollen Sport machen, Freizeit, Kultur, Musik. Ja. Und einfach mehr Beziehungen herzustellen und nicht in dieser einen Ecke stecken zu bleiben. Mehr Fragen? Jawohl. Hallo, ich habe nicht so richtig eine Frage, sondern möchte einfach sagen, dass ich deinen Zugang sehr gut finde und deinen Enthusiasmus. Dankeschön. Die nächste. Wie ich es jetzt gerade verstanden habe, geht es einfach nur um Restauration, okay? Also die Pflanzen wiederzubringen und Pflanzen wiederzubringen, wo sie verschwunden sind, wo es diese Zertifizierung gibt. Aber wenn ich dich verstanden habe, ist der große Plan, eigentlich die ganze Welt zu verändern. Siehst du da nicht irgendwelche Gefahren, wenn wir das machen? Wenn wir diesen großen Maßstab verändern? Also ich habe bisher noch nie irgendwelche Gefahren da gesehen. Ich kann keine negativen Implikationen davon sehen, wenn man grüne Bereiche hat statt sandige und trockene Bereiche, wo kein Leben existieren kann, babe. Grundsätzlich. Ich denke, dass am Anfang ist das bestimmt richtig, aber die Menschheit hat oft versucht, große Dinge zu tun und wusste nicht, was für Konsequenzen da dran sind vom Anfang an. Und ich denke, wenn wir eine Veränderung in so einem Maßstab machen, wird das Projekt in der Pilotphase
ungefährlich aussehen, aber wenn es darum geht, die ganze Sahara zu transformieren, um irgendwas wiederherzustellen, das seit 100 Millionen von Jahren nicht da war, dann kann ich mir negative Aspekte vorstellen, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Ja, du hast absolut recht. Und ich bin kein Orakel und ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ich weiß es nicht. Aber die Menschheit hat das, was wir jetzt haben, in vielleicht die letzten 600 Jahren gemacht. Und ich denke, dass wir besser dran sind, wenn wir es wieder dazu hin zurückbringen, zu einem besser funktionierenden Status. Weil wir im Moment nicht fähig sind, die Leute zu ernähren. Und wenn wir schmeißen zu viel weg und produzieren nicht genug. Wenn du den Tschad und Ruanda ansiehst, sind da Millionen Menschen geflohen, weil ihre Bäume und ihre Getreide in einem Jahrhundert zerstört wurden. Und die Effekte davon sind sehr offensichtlich. Und ich meine, viele Flüchtlinge, die jetzt nach Europa kommen alle aus Bereichen, wo die ökologischen Systeme quasi zusammengebrochen sind. Viele von denen wären bestimmt viele gern in Europa, aber ich glaube, die meisten wären lieber wieder zu Hause, und es würde jetzt einfach keinen Sinn ergeben, nach Hause zu gehen, weil es keinen Sinn ergibt, dahin zu gehen, wo du kein Wasser bekommst und dich nicht ernähren kannst. Aber das stimmt. Da war ein anderer, der in letzter Zeit über die Sahara geredet hat, und ich weiß nicht, wie es die globale Ökologie ändern würde und die Atmosphäre und die Elemente, wenn die Sahara zum Beispiel grün würde. Das weiß ich nicht. So, letzte Frage, dafür haben wir noch Zeit. Eine große Runde Applaus, wenn es keine Fragen mehr gibt. Eine letzte Sache. Morgen gibt's um 20 Uhr im White Dome. Wäre es toll, wenn einige Leute kommen würden, um eine Diskussion anzufangen, wie wir da mitmachen, wie wir da Wurzeln schlagen können in mehr Orten, wie wir weiterkommen können. Ich möchte gerne eine detailliertere Ansicht darauf, wo das Projekt gerade ist und auf welcher Skala wir uns bewegen und was praktisch möglich ist, und nicht so sehr Ökosysteme und Funktionen anzusehen. Kommt einfach vorbei oder sagt es euren Freunden und Nachbarn oder so. Also zum 20 Uhr im Weißen Dom abends.